Willkommen zurück zu Resident Evil. Gleicher Tag wie beim letzten Mal, jetzt habe ich einfach wieder direkt hier hingespielt. Dann machen wir doch mal. Oh, ich glaube, ich speichere ab. Wenn es sein, glaube ich, speichere ab. Ich habe ein bisschen, ich hab wirklich zu sehr Angst oder zu sehr Respekt vor der Kuh. Ja, Angst habe ich auch, ne? Wäre ein bisschen komisch, wenn ich auch keine Angst habe. Ist ja kein Farbband, weil es haben wir auch aufgenommen, ne? Falsche Taste. Ich hätte eigentlich auch erst jetzt speichern können, ne? Naja gut, ich habe eine Folge geschafft, das speichere dann ab, ne? Das ist durchaus eine sinnvolle Sache. Ich habe mich doch erst danach dazu entschieden, doch weiter aufzunehmen. Oh, gleich Flammenwerfer. Ich bin gespannt, ob wir ein Achievement bekommen. Enttäuschend. Wir müssen auch alle Messer benutzen. So. Big Tiger müsste auch. Er ist auf jeden Fall fix, so. Ist ja auch kein Gegner, den man sich so aussuchen kann im Raum. Dass man sich überhaupt Jorn als Gegner spawnen lassen kann, ist eh schon wild genug. Mach mal einerseits, damit halt diese kleinen Babyspinnen, die da jetzt aus Jorn, aus Big Tiger rausgekommen, weg sind. Und auch, wir haben es ja gerade anvisiert, da war auch noch so eine andere Spinne. Vielleicht sogar zwei andere. Zwei ist grad, ich glaube, es ist nur eine andere. Damit die halt auch verschwindet. Die verschwindet dann einfach, ne? Ist weg. Was haben wir hier drüben? Messer. Ja, nimm mit. Oh, aufbrennen. Was haben wir hier Schönes? Zwei Items. Ja, nimm mit. Nice. Oh, doch nur ein Kraut. Okay. Ein bisschen aus wie zwei, aber gut. Naja. Wie bin ich denn für eine Waffe? Selbstverteidigungspistole muss ich eigentlich auch benutzt haben. Naja. So, jetzt müssen wir hier dreimal kurbeln. Ganz unspektakulär. Und sobald wir das Ding in Position gebracht haben, fängt glaube ich auch die Kugel direkt an zu rollen. Das heißt, wir müssen dann schnell sagen. Man kann auch hinten zurückrollen, das funktioniert auch. Aber nö. Wenn man hier einfach direkt rein kann, ne, dann läuft man der Kugel auch sehr gerne ein kleines Stückchen entgegen. Und das Kraut. Wir haben jetzt nichts Sinnvolles gefunden, ne? Hier unten. Naja, ein Item gibt's ja noch. Normalerweise ist hier das Zylinderteil. Gucken wir mal, was wir diesmal haben. Ich wünschte ein Wappen, ne? Ich hätte gerne ein Wappen. So, noch zweimal kurbeln. Einmal kurbeln würde reichen, aber ja, kurbeln wir zweimal. Und ganz wichtig, wenn es rausgeht, wird alles wieder zurückgesetzt. Also wir müssen es schon lösen.
So, wie oft drehe ich mich hier? Ach, Mist, verkackt. Ist schon ein bisschen peinlich, aber gut, ist okay. Moment, einfach durch. Aber ich bin da, ich bin sowieso nicht drauf. Das ist auch mal so ein bisschen schwierig, das hier richtig zu treffen. Die andere Panorama-Perspektive hat es gerade verraten, dass es nicht passt. Ich glaube, es wird auch so ein bisschen reingezogen, oder? Ja, nee, aber jetzt passt das. Jetzt sieht man es auch ganz gut. Okay, bitte enttäusche mich nicht. Dankeschön. Danke für nichts. Tschüss. Einfach Tschüss. Hier. Ja, das hat noch ein Item. Schade, die Kugel nicht den Raum zur Spinne eindrückt. Das wäre cool. Ja, ne, dann gehen wir halt ins Herrenhaus zurück. Was haben wir gerade? Wir haben einen kleinen Schlüssel. Na gut, das ist eine Abkürzung. Wir haben den Angelhaken. Ja, Spencer-Schlüssel fehlt uns auch noch, ne? So viel fehlt uns noch. Die Modusketten. Bei einer haben wir mittlerweile. Ja, nee, ne? Ich sehe diese Folge nicht so. Dafür fehlt zu viel. Mal gucken, ne? Hi. Problematisch wäre halt nur, ne, wenn wir halt irgendwie nochmal in ganz alte Gebiete müssen, weil es etwas dumm war, ein Item zu nehmen. Ja, ne? Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Ah, stimmt, das haben wir auch noch. Ja, die Masken. Bienenköder. Notenblatt fehlt uns auch noch. Das hier, der Edelstein. Gut, ne? Wir haben ja, wir kriegen jetzt auf jeden Fall ein paar Items und es müssen jetzt eigentlich mal wichtige Items sein. Aber nutzen haben wir jetzt hier soweit alles gemacht. Draußen, ne? Der Friedhof ist halt noch, deswegen kann ich das Wappen jetzt noch nicht mitnehmen. Wenn wir die Masken haben, kriegen wir zwei Items. Ah. Wäre traurig, wenn wir uns jetzt noch softloggen würden, aber eigentlich. Weil wir können ja durchspielen. Wir können ja durchspielen, so, von daher. Ich habe nur die Frage, ob wir alle retten oder niemanden. Aber wirklich tun das wirklich nur noch alles zu retten, ne? Das einzige Grund ist, ob wir noch unterwegs sind. Ja, kann man machen. Steins Gate. Steins Gate ist toll. Aufnahme läuft, Codierung läuft auch noch. Einen kleinen Schlüssel, wo müssen wir hin? Hoch, hoch. Ich könnte, hätte den kleinen Schlüssel direkt mal benutzen können, aber gut, habe ich jetzt. Ja. Wenn ich denn die vier, mit den vier Masken von hier rüber gehe, ne, dann. Ja. Ich wollte halt Weg sparen, Punkt. So, ist jetzt ein Zombie drin? Oder irgendwas anderes? Hier. Nein. Hier kommt so ein Hai. Bitte nicht. Ich glaub, Chris tötet die, ne? Direkt. Jill tötet den Zombie. In dem einen Raum. Nee. Auch nicht töten.
Mondscheinsonate. Dann mache ich das jetzt mit der Mondscheinsonate. Da kriegen wir auch ein Item. Ja, wir laufen halt jetzt logisch noch so ein bisschen querbeet durch das Haus. Ist eigentlich auch fast gar nicht spannend, aber ne. Trotzdem machen wir das jetzt. Können wir alle gemeinsam mitfiebern, ob wir alles finden oder nicht. Weil wenn ich jetzt Schnitte setzen würde, ne, dann würdet ihr natürlich schnell die Antwort kennen, aber ne, dann wäre für euch die Spannung auch weg, ne. So kann ich mir jetzt alles so ein bisschen zurechtlegen. ich brauche einmal den Treibstoffkanister. Ja, kann ich auch. Na schon, dann kann ich die Wandlacken aber auch machen direkt. Das ist sehr gut. Wobei, eine Rebecca. Wobei, während Rebecca spielen übt, ne? Mach ich die Chemikalie klar. Das passt doch ganz gut. Weiß nicht, aber muss ich, glaube ich, zwei Räume oder drei Räume von ihr entfernen? Das tue ich ja auf jeden Fall, wenn ich zur Chemikalie gehe. Im Chemikalienraum. Ja, jetzt können wir auch durch die Galerie gehen. Was suchen wir jetzt noch? Wappen. Hilfe. Oh, ich erinnere mich an dich. Wappen, Maske, Spencer-Schlüssel. Wappen, Maske, Spencer-Schlüssel. Irgendwas habe ich gerade noch im Kopf, was ich gerade vergesse. Wappen, Maske, Spencer-Schlüssel. Ah ja, Modusketten auf jeden Fall, aber daran habe ich nicht gedacht. Wäre cool, wenn die Modusketten wirklich an so besonderen Orten sind, das hätte was. Vielleicht auch jetzt einfach da in dem Tigerraum wie im Original. Das hätte Stil. Platz, Platz. Ich muss Rebecca retten. Das Item ist egal. Fun Fact übrigens, unabhängig davon, ob ich das runtergeschoben habe oder nicht, wenn man aus dem, wenn man die Pflanze 42 besiegt hat und mit dem neuen Schlüssel zurückkommt, dann ist das Ding immer unten. Du denkst das Spiel so, ja, ist jetzt unten, so. Vielleicht auch mal so mal als, ich glaube, das ist wirklich auch so gedacht, so, hey, hier liegt ein Item, so, wenn man das irgendwie vorher übersehen hat, so. Das ist cool. Rebecca üben. Wenn man Nein, ich glaube, du sollst auch, wenn man Nein drückt, übt sie natürlich trotzdem. Und dann hilft sie einem auch nicht, dann rettet die einen auch nicht. Nur wenn man Nein drückt, rettet die einen dann bei der Pflanze. Aber gut, das ist eh egal für uns. Stimmt. Die Honis haben keinen Bock. So, was gibt's hier Schönes? Schon die Schatulle haben wir auch noch nicht, ne? Weil diese Box für den. Wobei, in der Box für den roten Diamanten ist ja. Oh, schon die Moduskette ist ja auch, okay. Ich hab nicht gesagt. Danke für nichts. In der Schatulle für den roten Edelstein ist ja die Maske. Die letzte. Die Bockhunis. Na, guck mal. Das sind die Scheiben ja auch eingetreten, obwohl das nie passiert ist. Wird wirklich, glaube ich, einfach so, wenn man die Pflanze besiegt hat, das Haus einfach nochmal. Ein neues Haus quasi, glaube ich, einfach generiert, so wie es halt sein soll. Ziemlich spannend. Einmal rein da bitte. Und dann pumpen wir auf Rot. Grün würde die ganzen. Diese fünf grünen Kräuter. Zerstören. Wäre egal, wenn es wirklich eine rote, grüne Kräuter. Ich werde da kurz zweimal rangehen, um es einfach nochmal zu verifizieren.
Das wäre, glaube ich, so eine Sache, die würde im Original gerandomized werden, aber im Original gibt es eh keine Pflanzen extra. Ja, guck hier, das ist grünes Kraut. Hier nochmal von der Seite anquatschen. Auch ein grünes Kraut, ne? Seht ihr. Was haben wir hier? Na komm, zeig's mir. Sternwappen. Ja, lass mich durch. Danke. Tschüss. Ja, ich hoffe halt einfach, ich hab's mir da jetzt nicht verbuggt, weil ich das eine, das eine Wappen nicht rechts rausgenommen habe. Aber eigentlich. Ja. Der Hund ist weg. Na gut, hier soll er sein, oder? Der Hunter? Ja, das ist ja getriggert, dass der Hunter durch die Tür bricht, ne? Aber die Tür war einfach kaputt, der Hund, ne? Das ist kein Hunter. Okay. Was ist das denn? Gut, dann gehe ich kurz zum Friedhof. Dann gehe ich halt kurz zum Friedhof. Haupthalle müsste eigentlich reichen, so, aber dann gehe ich kurz zum Friedhof, hol das Item und komme wieder zurück. Ja, wir machen danach auf jeden Fall noch eine Folge, so. Die Waschmaschine ist fertig. Ja. Ich habe es nämlich gehört, dass es aufgehört hat. Ich habe jetzt den Sound. Den Jingle, den die Waschmaschine dann immer spielt. Hier lang. Was könnte, wie gesagt, Moduskette wäre toll. Ist eigentlich Spencer-Schlüssel eher. Weil hier in dem Haus fehlt dann noch der Spencer-Schlüssel. Und im Spencer-Raum können dann bitte zwei Modusketten sein. Hier unten natürlich, ne? Maske. War auch ein gutes Item. Da kriegen wir auch nochmal zwei Items unten. Ja, der nächste Randomizer wird dann auf jeden Fall nochmal. Ja, doch, auf jeden Fall nochmal hier auf Christ auf dem Spielstand. Dann Bad Ending. Auf jeden Fall und ja. Ohne die unendlichen Munitionswaffen. Das heißt, ich muss dann auch wirklich hoffen, irgendwann eine Waffe zu bekommen. Das ist halt auch mal gut, ne? Dass ich halt die unendliche Munitionswaffe nicht benutzen darf. Das werde ich mir mal wirklich verbieten. Machen wir im Stream. Aber was die Frage in welcher Konstellation? Auch so wie jetzt so? Ich glaube ja, ne? Einfach nochmal wirklich nur Items und nur Items und nur Gegner. Wenn du meinst, aber dann halt richtig. Ich muss auf meine Waffe hoffen. Dann machen wir mit Chris dann halt auch das Bad Ending. Oder ein Bad Ending. Hauptsache beide sterben. Na gut, jetzt machen wir jetzt ja auch das Bad Ending, ne? Ja, dem. Kannst du das eigentlich nochmal aktivieren hier? Na, lieber nicht. Aber man merkt auch, die Laufwege sind schon optimiert im normalen Modus. Da muss man eigentlich nicht mehr so viel laufen. Oh! Jetzt sind hier Zombies. Dankeschön. Ich hatte Anzeigefehler, weil das eine Wappen da drüben noch ist, so. Danke. Nehmen wir mit. Wäre spannend gewesen, ob sich der Anzeigefehler dann behebt, wenn ich das andere Item genommen hätte. Und auch die Frage, ob unmittelbar oder erst beim Raumwechsel. Ich würde auf den Raumwechsel tippen. Oder gucken wir mal nach Rebecca. Im besten Fall kriegen wir den Spencer-Schlüssel. Wäre schon ganz gut, wenn wir den Spencer-Schlüssel bekommen. Das ist das Einzige, was uns jetzt in dem Haus noch fehlt. Na, okay, und die letzte Maske, klar. Das heißt, im Spencer-Raum kriegen wir dann im besten Fall die letzte Maske. Ja, und noch eine Moduskette von mir aus. Dann gucken wir mal, was unten noch im Keller ist und dann. Jo. Ist auf Klo. Ja, das kann auch mitgenommen werden.
Ja, und dann gibt's nächstes Mal ein ganz entspanntes Finale. Also halt wirklich ein recht entspanntes. Es wäre so wirklich eine ganz kurze Folge so. Mal gucken. Vielleicht Leute, die sich wieder nicht verändern, weil ich dann doch einfach hinten ran schneide, hier lang. Aber, ja. Ich will es jetzt nicht durchspielen. War jetzt dann ganz entspannt. Denke ich mal einfach morgen so. In einer kleinen Runde. Ich würde jetzt gerne noch meinen GTA 4 Stream so ein bisschen zusammenschneiden, damit ich noch ein bisschen meinen mentalen Zusammenbruch da ein bisschen rausschneide, so. Und wie ich gegen die Tür trete. Ja, aber eigentlich ist es, ja, keine Ahnung. Ja, Gott, ja, das du, keine Ahnung. Sehr spannend, wie ich das an meinem Stiefvater erzähle, ne? Vielleicht lasse ich in der nächsten Folge einfach mal hier einen Gegner, weil ich kann ja dann am Ende der Folge speichern und dann hier einen Gegner reinlassen. Können wir gucken, was hier für ein Gegner ist? Hier im Haupthalle, weil was soll denn das schon sein? Tywin geht ja zum Glück nicht. Lorebäcker, ich war jetzt ganz lange weg. Dankeschön. Oh, das ist, glaube ich, nur eine Notiz, ne? Ich denke immer gerne, da liegt irgendwie ein Verteidigungsobjekt. Ich bin so dumm. Ah, Imagine, ne? Ich glaube, wie gesagt, im Haupt, im Spiel vom, im Randomizer vom Original kann ja auch was anderes drin sein. Dann nimmt man das Goldsymbol auf. Ich glaube, man muss es dann auch aufnehmen. Wobei, ich glaube, man wird. Weil man muss dann aufnehmen, weil es kein Goldsymbol ist. Man kann es dann wieder nicht zurückpacken oder so. So. Und wie gesagt, immer die gleiche Frage. Dieses Ding hier erkennt nicht den Unterschied zwischen Gold und Holzwappen und das andere Ding schon. Wobei, ist ja schon sinnvoll, weil es ist ja ein Rätselraum hier, ne? Es geht ja darum, dass es hier ein Rätsel ist, so was man lösen muss. Gut, was war die Lösung? Zweimal das große Rad drehen, also sprich auf 6 Uhr stellen. Also halt den kleinen Zeiger runter, damit es halt 6 Uhr ist. Kann man da auch am Gemälde, was da an der Standuhr ist, auch ablesen? Seht ihr gleich nochmal. Setze ich mal kurz ein. Neun Granaten. Ja, da das Bild da links. Das zeigt, wie die Zeigerposition. Wie man da 6 Uhr abliest, weiß ich gerade nicht, aber. Das große Rad. Genau, das große Rad dreht den kleinen Zeiger. Früher habe ich irgendwie mal gelesen, sei irgendwie ein Übersetzungsfehler, weil man ja den kleinen Zeiger bewegt, aber es geht ja um das Rad explizit, nicht den Zeiger. Das muss man bestätigen. Was wir auch kommen. Ja, weil man muss wahrscheinlich irgendwie so einen OK-Knopf drücken und so. Vorher passt das schon. Gut. Gönnmaske. Sehr schön. Gut, dann holen wir uns mal kurz Items. Ist auch wirklich eine gute Kiste, so, ne? Geh bitte rein. Dann bekommen wir jetzt bestenfalls den Spencer-Schlüssel, retten Rebecca und freuen uns. Oder Edelstein. Ja, Punkt. Ich würde mal gerne das Messer kurz benutzen.
Oh, ich hasse dieses Puzzle. Eigentlich ist das nicht so schwierig, ich muss das wirklich immer nur in die Ecken drücken, so. Das richtig rum? Ja doch, ich hoffe. Nein! Ja doch, ist richtig rum. Und du auch bitte rein. Danke. Stimmt, nicht das Fensterschlüssel drin. Nein, nicht stimmt. Die Maske mit dem, die Maske aus der Schatulle hatten wir. Haben wir ja schon. Bei Nähe. Weil gibt es eine Maske aus einer Schatulle überhaupt? Ja doch, klar. Da hatten wir so eine Schatulle mit Lichtschaltern drücken. Ja, die hatten wir schon. Na gut, dann Spencer Raum. Ich muss auf Klo. Ja, wir haben es fast geschafft. Die Folge ist fast vorbei, ne? Seht ihr ja in der Folgenlänge. Noch 30 Minuten. Ja. Aber eigentlich, wir müssen eigentlich die Maske dann gleich bekommen. Also, wir können auch die letzte Moduskette bekommen, dann ist mir die Maske auch egal. Aber wenn wir die Maske bekommen, werden sie sich auch einsetzen, so. Kann ich töten? Habe ich gern gemacht. Dich aus deinem elendigen Dasein befreit. Stimmt, den Raum, wo man normalerweise die Schatulle bekommt, da kommt man ja auch erst rein, wenn man die Pflanze besiegt hat. Von daher wäre es ein bisschen ungünstig, wenn da die Maske drin wäre. Na gut. Ja, falscher Weg. Bin nicht Sternberg hier. Ist hier ein Hunter? Was? Gut. Planänderung. Wir machen das schlechte Ende. Was ist das denn jetzt? Ja, ich glaube, das liegt daran, dass wir, weil wir schon im Labor waren. Anders kann ich mir das nicht erklären. Dass ich mir denke, oh, du warst schon im Labor und du hast Rebecca nicht gerettet und ist jetzt tot. Ah, Mann, oh. Naja, gut. Hätten wir jetzt aber auch nichts gegen tun können, so. Ich glaub, wir können das im anderen Durchgang dann schaffen. Stimmt, okay, eine Maske. Genau. Ich hoffe jetzt auf die Maske gleich. Mann, Rebecca, was machst du denn? Warum stirbst du denn?
Ich hoffe, in dem Raum ist jetzt wenigstens was, ne? Ansonsten war es wirklich komplett unnötig, dass sie jetzt gestorben ist. Also, ich weiß nicht, wie es wäre, ne, wenn man den Raum einfach gar nicht triggert. Vielleicht finden wir das ja dann beim nächsten Mal raus, also beim nächsten Durchlauf. Mach mal an, die Scheiße. Und bitte gib mir ein grünes Kraut, dankeschön. Viel verarschen. Herr Rebecca, ne? Bist umsonst gestorben, tut mir leid. An der Stelle. Wird immer noch eine Moduskette. Glaube ich trotzdem. Ja, ne? Kann natürlich sein, dass wir das jetzt wirklich noch ganz unten im Labor finden. Ich glaube, ich muss wirklich eine Recherche. Oh, wissen. Weil Rebecca ist jetzt tot, ne? Jetzt brauchst du auch die Modusketten nicht. Und so weiter und so fort. Also wäre mir dann, glaube ich, wahrscheinlich sogar doch egal. Aber. Ja, wäre trotzdem spannend zu wissen, ob man dann beim Countdown, also beim Alarm, nicht beim Countdown, ob man dann noch raus kann, so. Ich werde es dann auf jeden Fall ausprobieren. Mann, Rebecca, was machst du denn? Aber wenn sie nicht reingegangen wäre, dann wäre sie noch am Leben, so. Darauf wollte ich, glaube ich, so ein bisschen hinaus. Ja, ist das hier, ist das hier? Nee, okay, aber dann halt nicht. Das ist die Maske ohne alles, ne? Die muss hier rein. Hier fehlt die Nase. Und das Ruckeln verstehe ich eh nie. So ein bisschen. Oh Mann, ey. Aber wir haben was Neues gelernt, ne? Wenn man schon im Labor war, ist Rebecca direkt tot. Und ob man ihn am besten gar nicht triggert, ist die Frage, was passiert, wenn man es nicht triggert. Ich würde dann halt auch ausprobieren, so, ne? Hier lang. Wenn es die Möglichkeit gibt, dass ich dann nicht rein muss in den Raum. Wahrscheinlich finden wir am nächsten Mal einfach direkt am Anfang den Spencer-Schlüssel, dann ist eh alles egal. Na komm, mach auf. Ich würde eigentlich erst nach dem Speichern, aber ist auch egal, also. Oh, einfach ein Hund, sagen wir nicht. 6-4. Bin sauer. Ja, bitte. Na gut, ne? Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir die Kapsel einsetzen oder den Treibstoff holen, dann ganz gemütlich rüberlaufen. Müssen aber da wird. Ja, komm, ich bald. Zwei Kampfmesser. Treibstoffkapsel. Eine Moduskette fehlt auch noch, ne? Na gut, das. Ja, ne? Das kann überall sein. Na gut, das ist eh egal, ne? Dankeschön fürs Zuschauen. Und ja, beim nächsten Mal spielen wir diesen Randomizer dann auf jeden Fall durch. Bis dann und ciao.